Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 4. In der letzten Folge haben wir Kaknaza, heißt er glaube ich, den Elementarfürst des Wassers besiegt und nun bekommen wir anscheinend Besuch. Du Fiesling! Oh! Irgendjemand kriegt noch ein blaues Auge dafür, dass ich dich, dass ich in dem Schloss Loch fest saß hier, hä? Sid! Cecile, du lebst! Ich war besorgt! Es tut mir leid. Rosa, ich war sicher, dass du noch lebst und hat dich gesucht. Golvis hat sie. Was? Wie konntest du das zulassen? Erst mein Schiff und jetzt meine Rosa! Und sie ist immer noch in Gefahr! Also das Stillen bringen zu deinem Luftschiff! Wer ist denn dieser Opa? Selber Opa! Was? Ich bin halb so alt wie du. Schlägerei. Bitte, dafür ist keine Zeit. Das hier ist der große weiße Täler. Dies ist Meister Yang, der hohe Mönch aus Fabul. Ich bin Porom und Scheiße. Und eine Magierin aus Mysidia. Ja, und jetzt haben wir noch so eine Pfeife an Bord. Und das ist mein scheußlicher Bruder Penner. Streber! Willkommen! Bist ein gut erzogener Bursche! Sid, wo ist dein neues Luftschiff? Dort, wo niemand gucken würde! Wir müssen uns beeilen! Rosa ist in Gefahr! Ich weiß, du musst dich beeilen! Wir hören im Gegensatz zu dir noch gut! Los, alle mitkommen! Ja! Ihr habt mich besiegt, aber das war nicht das Ende von Kaknaza. Folgt mir ins Jenseits. Die Wände! Diesen Teil mag ich. Ja, ich mag den Teil. Es ist abgeschlossen. Hier auch! Der Raum wird immer kleiner und die Wände kommen immer näher. Was sollen wir nur machen? Wir haben ein Problem. Penner, Porom. Anscheinend haben die beiden einen Plan. Tja, es gibt einen Ausweg. Cecile, es freut mich, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Was habt ihr vor? Wir können euch doch nicht sterben lassen. Danke für alles, was ihr uns gelehrt habt, weißer Täler. Bereit? Klar. Nein! Bruch! Penner! Purum! Wartet! Medica! Der Zauber hat keine Wirkung, da die Zwillinge aus freiem Willen zu Stein wurden. Ihr Dusseltiere! Ich bin ein alter Mann, das war doch meine Aufgabe, nicht eure! Vergebt mir. Ich werde euch beide rächen, das schwöre ich! Jetzt geht's ans Heimzahlen, zur Enterprise! Ich krieg dich! Golbes! Zur gleichen Zeit. Er hat Kaknaza besiegt. Seine Kräfte erwachsen. Herr, wegen des verbleibenden Kristalls. Ich weiß, das ist ein Problem. Dann sollten wir ihn von Cecile holen lassen. Bin mir sicher, dass er folgen wird. Schließlich haben wir Rosa. Wir können sie gegen den letzten Kristall eintauschen. Eine primitive Idee, die vielleicht sogar funktionieren könnte. Und nach dem Tausch werde ich ihn endgültig vernichten. Ich werde gehen und ihm unsere Konditionen erläutern. Kein! Rosa, du wirst bald sehen, dass ich Cecile überlegen bin.
Ich hatte ja keine Ahnung. Das ist doch schon eine ganze Zeit her. Hier, ganze Zeit hier. Unterhalb der Festung. Und die Enterprise. Sitzluftschiff. Unglaublich. Ist sie nicht eine echte Schönheit? Lass sie uns anwerfen. Alle Mann an die Gefechtsstation. Sie werden vor der Enterprise nur so bippern. Moment. Was ist das? Eine weiße Flagge. Kein. Ha, du bist also noch im Leben. Kein, du kleine Ratte! Wo ist Rosa? Wenn du sie wiedersehen möchtest, dann bring mir den Erdkristall. Was? Du schamloser Hund! Also, egal. Ich werde zu dir kommen, wenn der Kristall in deinem Besitz ist. Und wenn die Rosa etwas bedeutet, solltest du jetzt gehen und dir den Kristall holen. Du! Wach auf, Kein! Mehr habe ich dir nicht zu sagen. Cecile. Dieser Mistkerl. Sid, Kurs Nordwest nach Troja. Ja, jetzt können wir das Luftschiff hier lenken. Ich würde mal sagen, dann mal ab nach Nordwesten. Nach Troja, das hier glaube ich irgendwo ist. Hier müsste Troja irgendwas sein. Ah, da ist sie. Willkommen in der Stadt Troja. Gut, als erstes würde ich aber mal sagen, wir gehen jetzt erstmal einkaufen, nachdem wir einen neuen Charakter haben. Den Mechaniker Sid. Der hat übrigens auch ganz akzeptable Werte, muss man dazu sagen. Hier schaut sich das mal an. Oh, der hat ganz akzeptable Werte, finde ich. Gut, Waffenladen. Der hat nichts Interessantes. Vielleicht hat er der Rüstungsladen was Gescheites für uns. Nein. Nein, 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 nein. Okay, der hat auch einen Müll. Erstmal die Items ordnen. So, was ist hier oben los? Geh mir aus der Sonne, sonst werde ich nie braun. Also, ich hab schon gemeint, die ist der K.O. Ich weiß gar nicht mal, warum wir nach Troja mussten. Müssen wir uns heilen? Ja, müssen wir. Wenn das so ist, dann heilen wir uns doch erstmal kurz. 400 Gil, ach du Scheiße. Ja, gute Nacht, Cecil. Hoffentlich sind die Betten wenigstens dann aus Gold. Die Betten müssen aus Gold sein, wenn die 400 Gil verlangen, also bitte. Das sind 100 Gil pro Person, das ist einfach nur, ja, was ist denn das? Das ist einfach nur viel. Gut, jetzt müssen wir auf die Reihe, das müssen wir das alles wieder ein bisschen ändern. Reihe. Formation, Cecil dahin. Und so. Denn Sid ist ein Nahkämpfer. Deswegen wollen wir ihn natürlich auch in der vorderen Reihe haben. Ergibt Sinn.
Die Schenke. Kann ich bitte euren Mitgliedsausweis sehen? Haben wir nicht. Nein, ich will hier so rumlaufen. Hey. Stella, du bist so schön. Was? Du bist der Mann? Ja. Ach ja, genau. War das nicht hier? Ach, keine Ahnung. Dann stieß ich dem Goblin meine Klinge in die Brust und hält sie in den Fall. Mann, ich bin Gott, ich bin so toll. Wow. Nächstes Mal bringst du mir mal einen netten Diamanten mit, Schatz. Nö. Kauf dir einen prallen Geldbeutel, mein Herr, sonst kommt die hier nicht weit. Apropos praller Geldbeutel, mal schon. Oh, 36.000, hm? Da geht schon noch mehr. Ihr seid mir im Weg. Ihr seid mir immer noch im Weg. Danke. Ein langes Leben wäre gut. Ich bin lieber hier zum Händler, würde ich sagen. Oh, komm, liebes Kopf. Ein Mitgliedsausweis, her damit. Könnte ich bitte euren Mitgliedsausweis sehen? Da. Danke, viel Spaß. Gut, mal sehen, hat es was gebracht, diese 10.000 zu investieren. Willkommen, die Vorstellung beginnt im wenigen Augenblicken. Dann zeig schon mal, was du kannst. Hoffentlich Gobus. Geil! Pornoparty! Oh geil, jetzt schnappen sie mich auch noch. Oh. Da wird aber die liebe Rose eifersüchtig hier. Jetzt werde ich von allen Seiten durchgenommen. Naja, da weißt du gar nicht mal, mit wem anfangen soll, das Ziel. Ja, wie, schon vorbei. Wir haben noch nicht mal angefangen. Hallo? Hey, wieso geht ihr? Bleibt aber wenigstens die blaue da. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Ja, die blaue bleibt da. Komm, rote, verpiss dich. Ja, die blaue bleibt da. Yeah! Achso, die geht auch. Menno. Ja. Wie wäre es, wenn wir sie mal verfolgen? Vielleicht wollen sie ja, dass wir ihnen hier nachgehen. Geh weg, du Perversen. Das ist eine Umkleide. Ja, und? Was meinst du, warum ich hier bin? Ah, okay. Hat mir also nichts gebracht. Hast du nicht etwas Besseres zu tun, als hier rumzuhängen? Ey, was, Mann? Das Gleiche könnte ich dich fragen. Also das hat mir jetzt nichts gebracht. Die Dummies sind wirklich vorzüglich geil. Ja. Schön. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Sag du mir was. Hast du meinen Opa gesehen, ist der alte Kauz nur hin. Was? Dein Opa. Du bist doch schon so eine alte Oma. Was ist denn hier drin? Schwarze Chocobo-Farm. Dank des Reichtums an Wasser können wir hier frisches Gemüse anpflanzen und sogar Chocobos züchten. Geil. Trojanische Tagesschwätze, nur Chocobart, neue Chocobart, unglaublich, schwarze Chocobusse, wir zählen in Transportwesen, bla bla bla. Wusste ich's doch, dass man hier durch kann. Ich glaube, hier konnte man noch irgendwo rein, sich dann einen Choco nehmen. Quie, quie. Schwarze Chocobus finden den Weg nach Hause, aber sie laufen weg, wenn sie eine Rundreise gemacht haben. Quie, 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 quie. Okay, fuck, ich komme hier nicht mehr raus. Ja, danke. Schwarzen Buben retten fliegen, aber ich glaube nicht, dass du nirgends wie ein Maus, wenn ich nicht so nahe komme. Ja, wenn du so hässlich bist. Warte mal, du hast was gesagt. Die schwarzen Buben konnten nicht fliegen, aber im Chocobo-Dorf im Norden, welche die auch tief fliegen können. Und man kann nur in Wäldern landen.
Ja, meine sind halt überzüchtet. Ja, Leute, wir sind hier in Troja, wir haben keine Ahnung, was wir machen sollen. Was sagst du? Tja. Such deinen eigenen Platz, was? Ist da drin Pornoparty oder was? Willst du eine Runde mitten schwimmen? Ja. Was? Und seine Rüstung, er wird doch rosten. Gut, was sagst du denn zu ihm? Er hat doch gar keine Rüstung an, du Armdauer! Hässlich. So. Aber gut, Leute, wir sind hier in Troja, wir haben keine Ahnung, was wir machen sollen. Deswegen sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao!